Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Satisfactory mit dem Freezy und dem Manu. Hallo. Hallo. So, wo war ich denn eigentlich? Ja, genau. Ach. Oh. Oh, ich kämpfe weiter mit meinem Förderband in der Stahlproduktion. Du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. So. Wo ist der Zement? Bitte. John the Base, Frizzy? Ja, jetzt gerade. Gleich wenn du reinkamst, da wo du standest. Ja, ich hab's. Gehst du runter in der Ende Kiste, hab ich dir Schwert neu. In der roten Kiste. Habla. Ja, alles klar. Cool. Hol ich noch Stahlrohre und dann kann ich los. So. Wenn ich jetzt springe ich wieder da runter. Ach nee, warte, ich kann von hier oben machen bestimmt, oder? Ja. Gut, ich habe alles. Wo, in welcher Kiste sagtest du? In irgendeiner roten Kiste. Eine, die... wenn du hin... Ne, weiß ich gerade nicht mehr, aber in irgendeiner ist so Schwatt drin. Xenobescher oder so heißt der, ne? Genau, richtig. Ja, habe ich, danke. Kannst du das einhändige Ding gerade in der Kiste rein, du? Wie öffne ich denn nochmal mein Inventar hier? Wie komme ich nochmal ins Inventar rein? Tab. Tab. Ah. Tab. Oh, Gift, hallo. Warst du zu nah am Stinkefels? Ich bin durch das Loch gefallen, oben, und jetzt hat mich hier eingesperrt. Ja, dann musst du dich rausbauen. Oh, ist das schön. Da unten ist nämlich unser Stinkefels. Im Loch. Wir haben doch schon mal hier, soll nämlich dann der... Was hast du gesagt? Beton oder so? Muss hier hoch, oder noch? Ja. Ja, muss. Dann kommt dann Beton raus aus dem Loch hier. So der Plan. Jetzt kommt der Xenobascha zum Einsatz. Ich guck gerade mal, ob wir schon Jetpack machen können. Na, leider noch nicht. So. Das wäre was Feines, Checkpad. Ja, definitiv. Das hatte ich nur als Orientierung gebaut, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich die im Förderbänder wieder abreiße. Weil hier muss ja noch dieser ganze Kletterradatsch hier drüben dazwischen. Das ist gut. Soll mal eben was zu trinken. Ja. So. Huch. Die Synchro ist ein bisschen heftig, muss ich sagen. Ein bisschen viel, ja. Vor allem, wenn Manu sagt, ja, ich werfe das hier hin und der 2 Meter vor mir entfernt steht. Ja. Blätter. So. Rein, raus. Ja. So, erstmal ein Monster gönne. What? Das Gift für deinen Körper. Quatsch. Da gibt's keine wissenschaftliche Studie zu. Ja, weil alle, die es getestet haben, gestorben sind dabei. Oh, schön. Eins Platz gelassen, dann machen wir das hier auch. Ach scheiße, habe ich hier noch Platz? Ne, eher nicht. Ach Kinders, das ist doch nicht gut. Ah, das kriegt man schon nicht mehr. Voll das Fieberfahren, ey. Scheiße, sag nicht, das Öl ist da oben in der Eiswelt, da gehe ich aber einen Kotzreiz. Was von Reiz?
Kotzreiz. Eieiei. Weg da, ihr schwulen Bienen. Ja, Tatsache, Alter. Ich bin hier aber ein bisschen feucht zwischen den Beinen. Kann doch nicht sein. Sag mal. Hast du Beton dabei für sie? Ja. Ja gut, weil du musst dich gegebenenfalls über Wasserlöcher drüber bauen. Ich hab meinen Schlepper. Ah, mit dem würde ich nicht durchs Wasser fahren, bitte. Oh nee. Weil dann ist er hinüber und kannst du nämlich rausfahren. Ah, ich hab jetzt ein Schwert, was ist jetzt? Komm her. Was brauche ich denn jetzt? Stahlbetonträger und Stahlrohr. Ja, Stahlbetonträger willst du da auch herstellen. Ja, aber ist das eine Gießerei, was hier steht? Ja, ist es. Und die leuchtende Streife oben haben, ja. Oh, geklaut. Was drücke ich denn immer P? Was ist denn im Landwirtschaftssimulator P? Der Shop, oder? Ja, ja, deswegen drücke ich P. Wenn ich irgendwas bauen will. Muskelgedächtnis. Oh. Ich habe mein Auto aufgebockt in der Erde rein. Und jetzt? Hab ich nicht. Aussteigen, einsteigen. Hab ich schon, geht nicht. Kann ich den irgendwie, ist schlecht. Kann ich den irgendwie hochflippen oder so? Einmal funktioniert es, als wenn man aussteigt und wieder einsteigt. Ah ja. Falsch. Oh, ich bin gerade hart überfordert. Echt? Armer Kerl. Wie schafft er das? Tja. Was? Wie rafft der Splitter, dass er, wenn zusammen Kohle und Eisenerz ankommt, dass er das zu Kohle und Eisenerz wieder trennt? Das kann ich einstellen, oder nicht? Das heißt, ich schaffe mit deinen Dinger nicht, weil es nichts bringt. Aber einem gewissen Zeitpunkt brauchst du die einzelnen Förderbänder. Was hab ich denn hier entdeckt? Oh, hier schießt was auf mich, seid ihr bescheuert? Lauf, Fröse. Lauf. Snitch. Oh mein Gott. Ja. Leg dich nicht mit Papa an, da. Ey. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie weit es da war. Aha. Ah. Hoppla. Oh. Oh. Was war denn hier? Eine Abwurfkapsel. Und die geht sogar auf. Was haben wir? Sehr schön. Eine Festplatte. Auch immer. Da. Was ist das? Warum sind ja nicht Trümmerteile? Warum nicht hier schon? Warum hast du eine Maske auf? Aber hat er ja, stimmt. Stahlrohr. So, 400 Meter, dann bin ich an der Ölquelle.
Sag mal, ist die Ölquelle unter Wasser? Es kommt drauf an, wo du hingegangen bist. Ölquelle unter Wasser, ja. Aber das wäre doch schon fast sehr, sehr weit weg. Kann sein, dass das die Ölquelle sind, die sind so ein bisschen in der Höhle drin, direkt hinterm Wasser quasi. Na gut, es sind noch 400 Meter. Muss man erstmal hinlaufen. Dann. Ja. Sind im Wasser böse Viecher? Im Wasser selber habe ich noch Kenny entdeckt, nein. Schauen wir doch mal. Ah, guckst du mal rein. Mist, ich habe noch gar keine Kommentare gelesen von der letzten Folge. Also von der, wo die Base stand auf einmal. Warum blinkt das alles hier rot oder ist kein Saft oder was? Wenn es rot blinkt, ist es nicht angeschlossen, oder? Na, es ist, da ist nichts ausgewählt. Wieso das auf einmal? Kupferbarre, was ist hier los, Brudi? Ich habe eine reine Ölvorkommen gefunden. Ach, noch gar nicht abgeschlossen, oder was? Hey. Reines Öl? Ja. Das ist sehr, sehr gut. Das wird gut bewahrt. Ich muss jetzt erstmal. Würde ich hier gerne noch. Würde ich hier gerne noch. Habe ich das verkackt? Ein bisschen. Naja. Hilft ja nix. Ach, Scheiße. Oh. Warte, dann machen wir das anders. Ja, das ist falsch. Mir war richtig. Die Stromleitung kannst du ja schon lange ziehen, ne? Ja. Relativ. Wege sind auch sehr lang. Nee, ne. Was ist dir ausgegangen? Nee, gar nichts. Ich bin ins Wasser reingegangen, dann hat er mit Schwimmen angefangen und hat die Animation hier weggesteckt. Das muss ich wieder zurückbringen. Ja, ja. Wasser nicht benutzen. Das ist ja zum Heulen. Was? Fenster? Ah. Was doch so. Ne, wir machen das anders. Stimmt, wir brauchen Turbodraht.
Turbodraht? Ja. Ich auch. Katerium-Erz. Ein Stück weit in die andere Richtung. Ach ne, haben wir hier in der Nähe, stimmt. Wäre sogar. Geile Position hier. Einfach so. So. Nur weil ich rumalbern musste, ey. Jetzt ist mein Auto kaputt. Boah, es ist so warm irgendwie. Ohne Scheiß. Ja, es ist echt. Haben die Zuschauer was dagegen, wenn ich mir eine Teenie-Möpse entblöße? Nee. Wenn das dann mal machen würdest im Stream. Immer leere Versprechung. Ja, ich freue mich auch immer wieder drauf. Ich krieg direkt einen Twitch-Bann wegen sexueller Anspielung. Was? Doch ein Nischenprodukt. Was? Ist doch ein Nischenprodukt. Krass. Alter. Komm, wir haben den Platz. Hat so, ganz. Jetzt reicht es. Nee, das war Frische. Komm her! Scheiß Wespenpack, ey. So. Was machst denn du hier? Ah, das ist der Dings, der Hochofen hier, der Schmelzer. Der macht Stahlbarren. Ah, hast du? Hä? Wir haben doch jetzt schon was mit Stahlbarren gehabt. Hast du das abgerissen? Ja, weil das falsch positioniert war. Ach so. Mit der Produktionsstraße nicht hin. Ich brauche Stahlbarren. Ja, hab ich hier, warte mal. Ich hab welche einstecken. Das finde ich sehr cool. Aber nur 189. Aber wir hatten doch irgendwo in einem Kasten, habe ich welche gesehen. Wir hatten irgendwo welche gelagert. Ja, die waren unten bei mir, die sind alle schon weg. Achso. Brauch so um die 1000. Okay. Mach ich mir selber welche, ciao. Okay. Ja. Brauch hier ganz schön viel Platz. Ich glaube, ich muss hier umbauen. Sonst kollidiert nämlich sonst. Ich hab kein Draht mehr. Oh. Gen wir noch ein Ach, das wird auch wieder nix. Na gut, aber das dauert zu lang. Kupferquelle in der Nähe hättest. Theoretisch müsste ich Material dabei haben für Kupfer, für Werkbank. Gerade an irgendeiner vorbeigerannt. Ja, 300 Meter, ja. Nein, was? Dann gönne ich mir die mal eben, ne? Aber Milo, willst du mal abmoderieren oder was? Oha, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim Friese vorbei. Das ist in der Beschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.